Sie sind die einzige ernstzunehmende Dichterin in Deutschland. Ja, das bin ich. Du hast heute Abend schon wieder einen Mann bezaubert. Ich habe immer gewusst, dass ich gegen die Ehe bin. Die Ehe ist eine ganz unmögliche Institution für eine Frau, die arbeitet, die denkt und die selber etwas will. Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste, erzählt vom Leben einer der wichtigsten österreichischen Schriftstellerinnen. Ja, und genau deswegen findet die Premiere natürlich in Wien im Gartenbaukino statt. Genau fasziniert Sie denn so an der Geschichte von Ingeborg Bachmann? Menschen faszinieren mich. Es muss jetzt nicht unbedingt Ingeborg Bachmann sein, aber sie war halt eine ganz besondere Frau und ihrer Zeit weit voraus in dem, was sie verlangt hat, nämlich frei zu sein und trotzdem lieben zu dürfen. Also das ist schon ein Thema, was mich sehr berührt. Ich denke, Ingeborg Bachmann und Max Frisch sind nicht umsonst diese Literaturgiganten, die wir jetzt ein bisschen von ihrem Sockel mal runterreißen müssen. Sie waren ein Paar, die vor ihrer Zeit quasi gelebt haben oder agiert haben und die haben ihren Preis dafür gezahlt, dass wir heute so selbstverständlich gendern und so selbstverständlich unser Rollenverständnis nehmen, was damals ja noch nicht gang und gäbe war. Ich war sofort fasziniert. Eine ganz neue Stimme. Die Stimme einer Frau. Es wäre schön, wenn Sie kämen. Wie wichtig war es Ihnen denn, bei der Geschichte auch wirklich nah an der Realität zu bleiben? Na ja, soweit ich konnte. Ich habe ja nicht alles. Man weiß nie alles von einem anderen Menschen. Da muss man schon auch ein bisschen in sich selber hineinschauen und was dazu tun. Aber ich glaube, ich bin schon nah an der Wahrheit dran. Wer war der Mann? Von wem sind die Blumen? Wir hatten einen Pakt. Was du machst, ist Verrat. Ich brauche die morgen, um zu arbeiten. Ich arbeite nicht. Ich habe den Eindruck, er ist selten. Ja, weil deine Kalaschnikow mich wahnsinnig macht. Margrethe hat über ein Jahr recherchiert und ich glaube auch die Schauspielerinnen und Schauspieler haben sehr, sehr viel getan, um sich in diese Rollen wirklich einzuleben. Also die Vicky Krieps hat zum Beispiel für die Szenen in der Wüste, wo sie Ingeborg Bachmann spielt, die in die Wüste gegangen ist, dann auch tatsächlich in der Wüste übernachtet, um möglichst nahe an dem Lebensgefühl zu sein, das die Ingeborg Bachmann damals geprägt hat. Zum Beispiel diese Szene, wo sie so läuft, das war ihre eigene Idee und das ist jetzt ein Kiwelt, ja. Das ist so, die Vicky lässt sich so ganz tief fallen und bringt dann Bilder, die eigentlich ikonische Bilder sind. Ich wollte schon immer mit Margarete zusammenarbeiten, nach dem Film Hannah Arendt, Rosa Luxemburg. Und da eine kleine Rolle zu bekommen als Max Frisch und dass es dieses Paar wirklich gab. Und Ingeborg in dieser Hinsicht supporten zu können, war eines der größten Geschenke, die ich hatte. So, und Margarete hinter der Kombo zu erleben während der Dreharbeiten und sie wollte am liebsten mit in die Szenen reinspringen und wollte mit Teil davon sein, das war schon ein tolles Erlebnis. Du sagtest heute in deiner Rede, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Dann hast du mir ja doch zugehört.